Wer hat das beste Gehirn weltweit? Wir spielen online in Big Brain Academy. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Big Brain Academy, Kopf an Kopf, hier auf Katze. Heute spielen wir den Geistkampf. Geist weltweit. Wir spielen weltweit gegen fremde Menschen, die wir nicht kennen. Wer ist schlauer? Ein neuer Monat hat begonnen. Hier kannst du sehen, auf welchem Platz in der Rangliste du bei deinem letzten Kampf gelandet bist. Ja, ich habe das einmal getestet und das war ja letztes Jahr. Die Ranglisten wurden zurückgesetzt. Zeit, deinen Gehirnwert aufs Neue unter Beweis zu stellen. Und dann kann es auch schon losgehen. Vision. Okay, Hilfe, zu viele Hausaufgaben. Ein Student. Wir spielen Nachtsafari. Das ist unser erstes Spiel heute. Okay, ich bin gespannt. Okay. Ich muss schneller sein als mein Kollege hier auf der rechten Seite. Das hat doch ganz gut geklappt. Zack, ein bisschen nach oben gekommen. Runde 2, das sind Bienen. Ja, bisher sehe ich ganz gut aus, glaube ich. Zack, 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 zack. Also, ich meine damit die Aufgaben, die ich löse. Hier sind das die Mäuse. Ich bin sogar immer einen Ticken schneller als mein Gegner. Und dadurch kriegt er weniger Punkte. Und ihr seht schon, wie das Prinzip hier funktioniert. Je schneller man ist, desto mehr Punkte erhält man. Wer die Aufgabe falsch löst, kriegt keinen Punkt. Der Sieger dieses Kampfes bist du! Yeah! Ja, das war jetzt auch nicht sonderlich schwer, oder? Machen wir gleich mal weiter. Ich habe ihn besiegt. Weltweiter Rang? 38.000, ja gut. Und ich habe Schachmatt als Gruß freigeschaltet. Okay, jetzt nicht. Memoria. Eine Haushaltsführende. Lob ist lobenswert. Memoria. Oh, da bin ich gut drin. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsminispiel in Big Brain Academy. Da macht mir niemand etwas vor. Und aus Japan. DC. Woher war denn die andere Person? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Egal. So. 3, 4. Geht natürlich mit dem Touchscreen ein bisschen schneller als mit der Tastensteuerung. Aber ich glaube, meine Gegnerin spielt genauso wie ich. Alles supi. Ja, und das geht so lange, bis man 100 Punkte erreicht hat. Schere, Tröte, Kettensäge. So, und noch einmal als erster richtig liegen. Schon habe ich gewonnen. Gitarre. Ja, wunderbar, die Mundharmonika zum Schluss. Und wieder gewonnen. Der Sieger des Kampfes bist du. Hier kann man auch viel und schnelle, also schnell Münzen verdienen, um sich neue Sachen freizuschalten. Hey. Oh, das ist ein cooler Spruch. Hey. Das nehme ich. Das ist mein neuer Spruch im Spiel. So, dann haben wir eine Japanerin, die 47 ist. Fallklötze werden gespielt. Das erledige ich morgen, ist ihr Motto. Okay, mal sehen. Oh, die könnte mir den Sieg streitig machen, zumal ich in diesem Minispiel nicht ganz so gut bin. Ich bin okay, aber nicht perfekt. Oh, spannend. Runde 4. Moment. Das hier und... Oh, da war ich zu langsam. Oh, vielleicht holst du mich noch ein. Das hier. Das war nicht sonderlich schwer. Das hat ein bisschen länger Zeit gebraucht. Und jetzt fast am Ziel. Was kommt jetzt? Runde 6. Das und das. Geschafft. Und schon wieder haben wir es geschafft, ein Match gegen eine Person zu bestehen. Plus 14. Cool. Jetzt kommt Algebra als nächstes. 111. Okay, nicht schlecht. Ich gebe nicht auf. Das ist mein neuer Spruch, aber jetzt nicht. Auch wenn ich das gut finde. So. Ein Japaner. Freischaffender. Das erledige ich morgen. Okay. Oh, Algebra Addition. Okay. Da bin ich eigentlich okay drin. Mal gucken, wie ich mich schlagen werde. 3 und 1. Sehr gut. Hier haben wir 4 und... Also 5 insgesamt. Runde 3. Wieder 5. 1 und 4. Ja, sieht bisher ganz gut aus. 5. Schon wieder 5. Oh, wir waren gleichzeitig. Also gleich schnell.
6. Wieder 5 und 1. Immer plus 1 gerechnet. Ja, das war ja fast schon lausig. Also für den Aufgaben war das lausig. So, yay! Und wir schalten was frei. Und das ist... ein Raumfahrerhelm. Komm, den sehen wir auf, oder? Einfach so, just for fun. Cool. Jetzt kommt Pictura. Achtung, es wird nochmal spannend. Lass mir eine Chance. Nee, möchte ich nicht. Pictura. Alter 3. Ich bin so müde, mit 3 Jahren schon Managerin. Okay, interessant. Mal sehen, wie gut sie sein wird. Sie ist mein Endboss. Runde 1. Das ist der Ring. Was? Ich war zu langsam? Okay, okay, okay. Das ist eine Spielerin, die sehr, sehr gut ist. Ich muss vorsichtig sein. Nein, Fehler gemacht. Nein, 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 nein. Sie hat mich eingeholt. Ich darf nicht aufgeben. Ich darf nicht aufgeben. So, ja. Ich müsste... ja, ich liege wieder in Führung. Ihr seht schon, nicht aufgeben. Blume hier und welche? Das, ja. Boah, ich muss doch einmal vor ihr das Rätsel lösen. Achtung, jetzt wird spannend. Das ist das hier. Und der Geist. Ja! Ich hab's geschafft. Der Sieger des Kampfes ist... Thomas, also Katze. Und ich habe die Managerin besiegt. Klasse. Ein neuer Gruß, du schaffst das. Oh, das finde ich gut. Andere motivieren. Das nehme ich gerne. Du bist in allen 5 Kategorien zu einem Kampf angetreten. Wunderbar. Oh, da gibt es nochmal einen extra Bonus. Ist ja stark. Getupftes Outfit. Cool, das nehme ich gerne. Das sieht super aus. Und jetzt? Gut gemacht. Ja, wir machen nochmal eine Runde, würde ich sagen. Also nochmal Vision. Vielleicht kriege ich jetzt andere Gegner. Okay, Bildfokus, damit fangen wir an. Ich bin nur für meine Katze da, lautet sein Spruch. Okay, was ist das? Was ist das? Das ist ein Affe. Ja, komm. Wie lange brauchst du denn? Natürlich war das ein Affe. Was kommt jetzt? Oh, was kann das sein? Schlange, oder? Ja, Schlange. Komm schon, das erkennst du doch mittlerweile. Beeil dich. Das siehst du doch schon. Ich glaube, der ist nicht so schnell. Der ist ja nicht schlimm. So, was ist das hier? Elefant. Wow, der war richtig schnell. Der hat mich jetzt überrascht. Okay. Ziege, Katze. Ja. Und weiter geht's. Oh, was könnte das sein? Eichhörnchen vielleicht. Tiger, Tiger. Der war wieder schneller. Oh, oh, ich muss aufpassen. Was kann das sein? Eichhörnchen oder Nashorn? Ja. Okay, komm, komm. Eine Aufgabe muss ich noch richtig lösen. Ich kann mir sogar Zeit lassen, theoretisch. Ich krieg ja ein bisschen weniger Punkte, bin aber vor ihm bei 100 Punkten. Das ist ein Kamel. Und damit habe ich es geschafft. Also, der Gegner war jetzt schon mal ganz gut. So, gewonnen habe ich. Es gibt auch ein paar Münzen. Und dann machen wir weiter mit Memoria. Da bin ich ja mal gespannt. Mir knurrt der Magen. Das ist ja lustig. Aber jetzt nicht. Grundschüler. Das Leben ist schön. Blitzmerke. Da bin ich gut. Da bin ich auch gut. Reproduziere die Reihenfolge. Zweistellig. 8 und 8. Wow, der ist super schnell. Okay, unterschätze niemals einen 9-Jährigen. 8, 8, 4. Na, vielleicht bin ich aber schneller beim Tippen. Mit den Joy-Cons. 9. Karo 9. Okay. 9, 4, 8. 9, 4 und 8. Ah, der ist schon ein bisschen langsamer geworden. Achtung, dreistellig. 7 und 4. So. Das Zeichen merke ich mir gar nicht. Ich sehe das Bild vor meinem bildlichen Auge als Separator, als etwas, was dazwischen steht. Dreistellig. 2, 7, 0. Und damit habe ich gewonnen. Okay. Hui. Also bisher habe ich jedes Match gewonnen. Ich hoffe, das bleibt so. Yay. Mal gucken, was noch kommt. Kommt noch irgendein richtig starker Gegner oder bleibt es dabei?
werde weltweit immer besser. Also ich habe einen immer besseren Rang. Okay, Haushaltsführende. Ich bin immer in Topform. Fallklötze. Mal wieder die Fallklötze. Okay, Runde 1. Das... Oh, Achtung, da ist jemand richtig schnell. Aber das sieht man jetzt an den Figuren. Das spielt auch mit dem Touchscreen. Ich spiele mit Tasten. Seht ihr das? An den Figuren, da kann man das erkennen. So und so. Oh, ich war trotzdem schneller. Ich war trotzdem schneller. So, was ist das hier? So und links oben. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Komm. Eine Aufgabe noch vor ihm lösen. Runde 6. Wie funktioniert das? Nein, was mache ich? Okay, es bleibt spannend. Ich habe es gerade vermasselt. Da ist es. Nee, links. Oh nein! Oh nein, wie konnte ich das nur vermasseln? Nein, nicht schon wieder! Was ist los? Kennt ihr das? Man hat Zeitdruck, man ist nicht mehr so konzentriert. So geht's mir, glaube ich, gerade. Hier einmal das unten und die Treppe. Geschafft. Aber er theoretisch auch. Mal sehen, ob er es richtig macht. Und ja, er hat es richtig gemacht. Das heißt, wir haben 2 Sieger diesmal. Und das nur, weil ich so unvorsichtig war. Mann. Unentschieden. Na, trotzdem cool. Unentschieden ist ja auch was Schönes. So, blauer Anzug ziehe ich an. Mit meinem Raumfahrerhelm ist es ganz lustig. So, das war cool. So, Büroangestellte. Ich bin so müde. Was hat denn der da auf dem Kopf? Oder die da? Naja, wie auch immer. Uhrendreh habe ich ja im Laufe dieser Videoserie kräftig gelernt. Stell die Uhr auf 11 Uhr. So. Was macht denn der auf 11 Uhr? Was stellst denn du ein? Ja, aber nochmal schnell zurück, mein Freund. Ach, gerade noch rechtzeitig. So, stelle die Uhr eine Stunde zurück. Sehr gut. Runde 3. 30 Minuten zurück. Ja, gerade noch rechtzeitig. 30 Minuten vor. Da war ich zu schnell. Ja, nicht schlecht. 50 Minuten vor. So, auf 2, ja. Knappe Kiste. 1 muss ich noch richtig machen. Runde 6, 60 Minuten vor. Was? Ach so, nein, in die andere Richtung. Oh, was mache ich denn? 230 Minuten sind 3 Stunden und 50. 2, 3 und... Oh, wo war der Zeiger jetzt? Wo ist 50? Oh, nein. Ich habe vergessen zu achten, wo der Zeiger stand. So, Runde 8. 180 Minuten sind 3 Stunden. 1, 2, 3. Geschafft. Geschafft. Hui. Ich bin der Sieger. Okay, und jetzt kommt die letzte Aufgabe. Hier im Big Brain Academy. Kopf an Kopf im Online-Wettbewerb. Kampfgefällig. Eigentlich ein cooler Spruch, aber jetzt nicht. Los geht's. Fan zu sein ist das Größte, lautet ihr Leitspruch. Gucken wir mal, ob ich gegen die Dame gewinnen kann. Runde 1. Das sind... Oh, sie hat wohl einen Fehler gemacht. Das war nicht so schwer. Dann... Oh, sie ist super schnell. Aber sie spielt mit der Touchscreen-Steuerung, wenn ich das jetzt an dem Avatar richtig deute. Und dann wird das hier... Oh, ja, ich bin nicht so schnell mit der Tastensteuerung. Ein Haken. Und mit das, das und das hier. Puh, gerade noch rechtzeitig. Runde 6, ein D. So, jetzt kann ich mir Zeit lassen. Sie hat einen Fehler gemacht. Sehr schön. Oh, eine Aufgabe noch. Ich kann mir sogar Zeit lassen, theoretisch. Wir haben 2 Quadrate. Das sollte ja nicht so... Direkt mal einen Fehler gemacht. Das ist ja echt Knorke. Na gut, fast am Ziel. Komm. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Ein Bonbon. Okay, womit fangen wir an? Damit. Dann brauchen wir noch die... Oh, sie hat einen Fehler gemacht. Das ist meine Chance. Und ich habe sie wahrgenommen. Somit habe ich den ersten Platz gemacht. Und ich bin der Sieger. Aber sie war gut. Sie war richtig gut. Hat sie toll gemacht. Und mein Rang steigt weiter auf. Cool.
Essen fassen, ich glaube, das ist genau der richtige Spruch zum Ende des Videos, denn nachdem man ein paar Aufgaben gelöst hat, sollte man etwas essen. Wunderbar! Ja, ich kriege wieder ein Geschenk und ein Toga oder eine Toga. So, ich trage das zumindest. Ich glaube, das ist etwas Japanisches. Gut gemacht! Und wir haben es geschafft. Meine Lieben, das war die Big Brain Academy Kopf-an-Kopf-Videoserie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch vielleicht inspiriert, auch selbst euer Gehirn zu trainieren. Meine Lieben, bleibt katztastisch!